Hallo und herzlich willkommen, liebe Sternfreundinnen und Sternfreunde, zu einem neuen Video der Astronomieschule Oliver Debus. In diesem Video möchte ich euch erzählen, wie man ein Fernglas für die Beobachtung richtig einstellt. Ich werde euch erklären, wie man das Fernglas richtig scharf stellt, sodass man auf beiden Augen ein schön scharfes Bild hat und wie man den Augenabstand richtig einstellt. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gemerkt, wenn man mit einem Fernglas beobachtet und mit dem Mittelfokussierrad ein Bild scharf stellt, dass man unter Umständen nicht auf beiden Augen gleichmäßig scharf sieht. Das liegt einfach daran, dass die Augen unterschiedlich schlecht werden können oder vielleicht schon von Anfang an man eine unterschiedliche Sehschärfe auf den Augen hat. Das kann man beim Optiker oder beim Augenarzt feststellen lassen. Nun, muss ich jetzt tun, um bei einem Fernglas ein gleichmäßig scharfes Bild auf beide Augen zu bekommen? Da muss ich hier an einem der beiden Okulare diesen Dioptrienausgleich machen. Bei diesem Fernglas ist es hier der Dioptrienausgleich auf der rechten Seite der Optik zu tätigen. Und wie man da vorgeht, das will ich euch jetzt zeigen. Dazu braucht man hier eine der beiden Schutzkappen für die Objektive des Fernglases. Zunächst nehmen wir diese Schutzkappe und setzen sie vor die rechte Optik. Dann schauen wir durch das Fernglas und drehen an dem Mittelfokussierrad so lange, bis wir auf dem linken Auge ein scharfes Bild sehen. Dann wechsle ich die Schutzkappe auf die linke Optik. Jetzt gucke ich wieder durch das Fernglas, sehe ein Bild auf der rechten Seite, auf dem rechten Auge. Und jetzt muss ich das Bild auf das rechte Auge scharf stellen. Mache das allerdings nicht über das Fokussierrad, sondern über den Dioptrienausgleich hier an dem rechten Okular. Das heißt, ich gucke durch und stelle an dem rechten Okular, drehe das so lange, bis ich dann auf dem rechten Auge ein scharfes Bild sehe. Dann habe ich das Fernglas so eingestellt, dass ich auf beiden Augen ein gleichmäßig scharfes Bild sehen kann und dann entspannter beobachten kann. Die nächste Einstellung, die ich tätigen möchte, ist, den richtigen Augenabstand zu finden. Dann nehme ich das Fernglas. Man kann ja hier das Fernglas kippen. Und das mache ich jetzt so lange, bis ich ein möglichst rundes Bild im Fernglas auf beiden Augen sehen kann. Dann habe ich das Fernglas auch auf den richtigen Augenabstand eingestellt und kann so schön beobachten. Das war's wieder von mir. Es würde mich freuen, wenn Ihnen das Video gefallen hat, dass Sie meinen Kanal abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und wenn Sie beim nächsten Video wieder einschalten. Ihr Oliver Debus.